Einen besonderen Grund zum Feiern hatte die Sky Pflegeakademie in Sangerhausen. Am 9. Dezember wurde die Bildungseinrichtung für Pflegeberufe, die sich auf die Ausbildung ausländischer Jugendlicher spezialisiert hat, mit dem Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage geehrt. Begrüßt wurden die Anwesenden von der Projektverantwortlichen Karin Händler. Sie betonte, dass gegenseitige Achtung und Wertschätzung an der Sky Pflegeakademie schon lange großgeschrieben werden. Und nun würde das Engagement der Bildungseinrichtung für ein gutes Miteinander und gegen Diskriminierung sowie Ausgrenzung in besonderer Weise gewürdigt. Auch der Landtagspräsident Herr Schellenberger brachte per Videobotschaft seine guten Wünsche an diesem Tag. Matthias Freiling, der Geschäftsführer der GFM-Gruppe, erläutert dann noch einmal die Geschichte dieses besonderen Projektes, das unmittelbar mit Beginn der Corona-Krise begann. Da reiste nämlich die erste Gruppe Vietnamesen an, die Pflegeberufe hier in der Region erlernen wollten. Er betonte, wie turbulent und nicht immer einfach es zuging in Zeiten von Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und sonstiger Maßnahmen. Es erforderte ein Lernen auf beiden Seiten, um kultursensibel miteinander umgehen zu können und Schwierigkeiten zu meistern. Die Früchte des Erfolges können ja inzwischen geerntet werden. Die Mitinitiatorin aus dem vergangenen Schuljahr, Sandra Werner, betonte in ihrem Redebeitrag, warum für die Sky Akademie das Projekt Schule ohne Rassismus, das die Schülerinnen und Schüler seit Frühjahr diesen Jahres verfolgten, praktisch gelebte Realität im Alltag ist. Besonders beeindruckend die Worte von Niala Ramouni, die aus Marokko stammt und eine erste Bilanz ihrer Erfahrungen in Sangerhausen zog. Ich bin Niala Ramouni, 21 Jahre alt, komme aus Marokko. Seit August mache ich eine Ausbildung bei Pflegeheim Drexler. Erstmal habe ich Deutschsprache in Marokko gelernt und ich habe Interesse über Pflege. Dann habe ich, habe ich mich durch Internet erfahren, dass es in Deutschland die Ausbildung gibt. Dann habe ich bei Firma Drexler bewerbt und habe ich ein Vorstellungsgespräch mit Kopftuch gemacht. Das war super. Die Firma hat kein Problem, nicht nur mit Ausländern, sondern auch mit Kopftuch. Das gefällt mir und das gab mir die Kraft, den Weg nach Deutschland zu vollenden. Dann übergab aber Cornelia Habisch, stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung, die Auszeichnung. Frau Grob überreiche ich die Urkunde als Schulleiterin und der Heiler, die überreiche ich noch dieses Schild fürs schöne Foto. Herzlichen Glückwunsch, jetzt seid ihr eine Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage. Die Pfleger, Schülerinnen und Schüler aus Vietnam bedankten sich musikalisch. Zum Abschluss dieser Feierstunde konnten alle Anwesenden ein internationales Buffet genießen. Sozusagen Vielfalt, die durch den Magen geht.